So, und ja, das war die Taverne, beziehungsweise das Wettsaufen in der Taverne. Jetzt sind wir zurück bei Part 15, diesmal bin ich in der richtigen Reihenfolge. Und ja, gut, ich habe ja alles soweit fertig, habe gut Kohle gemacht, knapp 200. Wer bist du überhaupt? Das geht nicht einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan, klar? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ohren. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Heißt er vielleicht Dexter? Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Gold? Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verpresst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt habe. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Sorry, Leute. geil, ich feiere den Crack. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Onor, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Proviant? Du bist in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. So, gut, das war jetzt mein Wecker. Lass uns mal die Höhle aufsuchen. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Ich muss sagen, ich feiere den Greg. Ja, der ist schon richtig cool. Ich finde auch geil, dass er so einen Seemanns-Akzent hat. Manchmal ist es auch richtig ansteckend. Aber was weiß ich denn schon? Ich bin auch nur eine kleine Landratte, die mal gerade so gerade auslaufen kann. So, jetzt sind wir bei dem im Team, der klatscht die Wölfe weg. Ich glaube, wir kriegen die XP davon. Nee, kriegen wir nicht. Scheiße. Ein Mist wie weniger. So, ich muss auch bald los. Wir haben jetzt auch schon 7:30. Ja, denke mal so knall. Ja, dieser Part wird so etwas kürzer. Hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. Naja. So, und jetzt rein mit dir. Drecksack. Können auch nichts mehr machen. Ich würde hier trotzdem mal speichern. Natürlich doof. Ich habe nicht gewusst, dass der die 2 Wölfe mitnimmt. Das Problem ist, hier sind relativ viele Goblins. Sollten wir aber hinkriegen, deswegen will ich hier speichern.
könnten die natürlich alle rausloggen, aber wenn der Crack die platt macht, kriegen wir keine XP dafür. Das will ich nicht, nämlich vermeiden. Aber wie ich diese Goblins hasse. Oh, zum Glück war das ein ordentlicher Crit. Ein Glückscrit. Diese Statue, die wir gefunden haben, lässt uns ins Kloster rein. Und zwar müssen wir dann hier mit Laris sprechen und sagen, hier, wir wollen ins Kloster. Dann schickt er uns zu diesem Kloster-Heini, zu diesem Feuermagier. Und ja. Und er sagt dann, ja, mir ist eine wertvolle Statue weggekommen und so weiter und so fort. Und die müssen wir dem dann bringen und dann können wir da relativ easy ins Kloster, weil wenn du nämlich, wenn du es nämlich auf dem normalen Weg probierst, dann gibt es nämlich in dem Sinne ein kleines Problem, weil du brauchst erstmal ein Schaf. Das bedeutet, du musst zu Ohne und ein Schaf kaufen. Und dann musst du es sicher zum Kloster bringen. Und du musst, glaube ich, noch 1000 Goldstücke reinbrettern. Und das ist doch, 1000 Goldstücke ist eine ordentliche Summe. So, dann speichere ich hier nochmal ab. Das war ein ganz gutes Projekt, beziehungsweise war ganz gut. Und jo. Das wird doch ein bisschen mehr. So, das war ganz gut. Hier sind natürlich noch mehr von den Viechern. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Wir haben aber ordentlich was dabei. Also scheint doch eine gefährlichere Goblinhöhle zu sein als gedacht. Wie viel Lebensenergie fehlt mir denn? Knapp 100. Dann würde ich mal so einen Trank zu mir nehmen. Und nochmal speichern, weil ich höre nämlich noch mehr Goblins. Und ich glaube, ich weiß es nicht ganz. Ich denke aber, hier ist dann noch ein Krieger dabei. Und die sind dann doch wieder eine Stufe härter. Das war gut. Den haben wir Aggro bekommen, ohne dass der andere Goblin... Wenn das nur normale Goblins sind, wäre das in Ordnung. Wenn du die einmal angegriffen hast, ist das kein Problem mit den Viechern, weil dann greifen die an. Aber vorher in der Gruppe sind die echt übel. Gut, doch kein Goblin-Krieger. Hier müssen wir graben, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen... Oh, Spruchrolle. So, hier hat also Greg sein Zeug vergraben, diese Halunke. Lederbeutel. Super, das war ein Lederbeutel. Aber ich glaube, der will noch viel mehr von uns. Und ja. Ich würde normalerweise würde ich sagen, ja, hier willst du mich verarschen, ihr sucht deinen Kram selbst, du Penner. Aber der Greg hat doch mehr als gedacht. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Ja, Sis. Her damit! Gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Okay. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Okay. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Ja, ist klar. Jo. Gut, bevor der hier aber hier wie ein Bekloppter reinstürmt, würde ich wieder zurück zur Taverne gehen.
und mich einfach mal hier so ein bisschen in der Gegend umgucken. Mal ohne Laris. Weil dann ist sie nämlich auch aus dem Kurzzeitgedächtnis des Spiels raus. Weil soweit mich nicht alles täuscht, wenn du da mit dem zu lange rumeierst, dann stürmt der bekloppte Vollidiot nämlich direkt in die Lurker da unten rein, klatscht die um und wir kriegen natürlich keine XP. Von daher... So, ich mache den Part jetzt auch gar nicht mehr so lange. Das wird jetzt diesmal ein etwas kürzerer Part. Dann kann ich die Dinger nämlich auch mal benennen. Hier will ich nochmal hin. Hallo Ratte. Du wirst mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. So, wollen wir nochmal kurz beten. Können wir das? Ja, ne? Ja, Geschicklichkeit plus 1. Wir sind eher so der Stärktyp. Macht aber nichts. Ich würde sagen... Jo. Das ist eigentlich ganz gut hier. Passt soweit. Würde ich mich hier in der Taverne nochmal pennen gehen. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Man soll den Mund nicht so voll nehmen. Mit dir rechne ich noch ab. Verlass dich drauf. Tja, kleiner Drecksack. Es gab schon bessere. Der Geldbeutel. So, zeig mal deine Rüstung. Du hast eigentlich gar nicht so viel. Oh, Schinken, den nehme ich natürlich. Milch. Ja, vom Bauern nehme ich ganz gerne mal Milch. Der die wahrscheinlich vom Bauern. Ist ja auch hier der Wirt der Taverne für die Bauern. Goldring. Ich glaube, den Goldring können wir nicht loswerden. Passt zur Tür des Teleportsteins im Portaltempel. Gut. Alter Schwede, ist draußen viel los. Ich lege mich jetzt nochmal kurz pennen und dann beende ich nämlich auch den Part. War ganz cool. Wir müssen jetzt sozusagen, haben eine kleine Schatzsuche für Greg bekommen. Und dann würde ich hier nämlich dann nochmal speichern, nicht vergessen. Haha. Spiel speichern. Gut. Und dann würde ich nämlich auch die Aufnahme beenden und würde sagen, ja, hoffentlich bis zur nächsten Aufnahmesession. Vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Kommentar mal ablassen, wie ihr das so findet oder sonst was. Ihr könnt auch gerne mit dem Spiel oder so mit interagieren. Ich finde sowieso ein bisschen, ja, die Kommentarsektion ist doch relativ still bei mir. Finde ich ein bisschen schade. Aber... Naja, für Gothic-Fans sagt mir gerne Bescheid. Ich mag das Spiel total und wenn euch irgendwas einfällt und nicht irgendwas vergesst oder irgend Ideen da sind, so nach dem Motto, so und so kannst du das lösen oder so und so kannst du das triggern, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Dann werde ich nämlich das nämlich auch berücksichtigen und versuchen es hinzukriegen. Hier sieht man natürlich auch schön, schön, guck mal. Krieger, der die Harpier platt macht. Tja, schönes Bild. So ein Bild, so ein Ölgemälde wäre eigentlich auch schon geil. Und naja, auf jeden Fall hier, wir sehen, hören, schreiben uns in den Kommentaren, liebe Freunde. Ich versuche alles durchzulesen, was geht. Ist bis jetzt noch relativ überschaubar. Und bis zur nächsten Aufnahmesession. Tschüssi und bye bye.